Henrik, du bist viel zu schnell. Ich habe nur eine Eisenhacke. Ich warte hier Freunde, doch auf dich. Freunde, wie geht es euch? Deutschland. Ich, Alter, ich bin am Verhungern, ne? Musst du was essen, soll helfen. Ja, ich versuch's mal. Aber danke für den Tipp. Immer gerne. Weil meine Jacke ist fast kaputt, Steffi. Dann musst du Eisen machen. Ich mache auch nur Eisen. Ja, ich habe noch eine Eisen in Reserve dabei. Was hast du hier abgebaut? Da habe ich nur mein Bett reingestellt. Wir teilen brüderlich, okay? Alles. Hat jemand viel Aber abgesehen Sand? Von meinen 18, die behalte ich. Dann teilen wir nicht brüderlich. Dann teilen wir arschlochmäßig. Nee. Wir teilen jetzt brüderlich. Sand ist doch noch in unseren Startkisten noch welcher drin. Okay. Stefanie, ich krieg einen Herzinfarkt, wenn du hier Fackeln hinstellst. Ich denke jedes Mal, dass einer von uns auf Lava gestoßen ist. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich Licht in der Höhle habe. Ich bin so ein Maulwurf. Ich nicht. Ich mag Licht. Weißt du, was noch effektiver wäre, Stefanie? Würden wir eins zwischen uns freilassen. Ja, okay, warte. Das selber macht, voll Mangelware bei mir. Das macht Sinn. Ich hab kein Leben. Warum fängst du denn jetzt das da hinten an zu machen? Warum hast du es nicht einfach hier gemacht, wo wir eh schon waren? Weil ich hier gerade auf Kohle gestoßen bin. Hunden geben. Ja. Kohle kann man immer gebrauchen. Ja. So, und ab da machst du ja weiter. Hier ist auch Redstone. So, Jeffy, dann ab hier weitermachen. Also ab hier. Ein oder zwei freilassen? Das ist ein frei. 16. Okay. Sag ich ja? Ja. Nee, ich brauch zwei. Aber zwei wird, glaube ich, effektiver, weil du siehst ja dann die Seite und ich auch. Ja, dann mach zwei. Dann mach hier weiter. Ja, okay. Warte, ich muss hier noch eine Fackel hinstellen. Hier darf ja kein Zombie spawnen oder so. Inzwischen können wir mal so einen Quergang, also ich nach links bzw. nach rechts machen, dass man sieht, wie weit der andere ist. Hast du aufgegessen? Oh, warte, ich hab hier gerade Eisen. Fahren wir alles ab, was wir finden, oder nur relevantes Zeug? Nee, Eisen auch. Also Eisen ist du musst wichtig. Lauter reden. Ich hab noch Hunger, aber mein Problem ist, dass ich nichts mehr zu essen habe. Nee, ich halt auch nicht, ich muss mir irgendwas machen. Bei mir in der Kiste, neben dem Ofen, ist richtig viel essen. Ja, klar, kannst du auch einfach abfressen. Hier ist Kohle, Steffi, bau mal quer. Ziemlich viel, dann kannst du mir helfen. Noch weit hinter dir. Und hier ist auch Gold. Du wolltest auch Gold haben, oder? Ja. Aber wir sagen uns doch ganz ehrlich, wenn wir die jetzt finden, okay? Nicht, dass du jetzt da welche findest und sagst mir das einfach. Krieg ich. Brauch ich noch mehr betrüge mehr. Dich nicht. Brauch noch mehr Dias, ich hab viel zu wenig. Weniger muss, wie ich und das ist dein ich Problem. Ich muss eine Eisenspitzhacke nehmen. Wie so ein normaler. Ich komm mir so schäbig vor. Warum bist du eigentlich mal hier bei mir, Stephanie? Ja, ich muss die auch seitlich abbauen, oder? Und ich brauch, das sind zwei Blöcke. Und was ich hier aushöhlen musste, damit du überhaupt mal da ankommst, wo ich schon bin. Bin ich eigentlich flachsen, oder? Wo bist du denn? Ich hab doch gesagt, ich habe hier Kohle gefunden. Aus der Kohle wurde Gold und aus dem Gold wurde Redstone. Wo bist du denn? Ja, oh, wo sorry. Du meine Fackel kaputt gemacht hast. Ja, dann muss ich ja noch einen weiter. So, dann bin ich jetzt hier wieder auf Kurs, ne? Stein auf keinen Fall. Warte ganz kurz, Stefan, ich muss hier was einstellen. Ich muss hier meine Strip-Mine-Einstellung wieder machen. Machst du ein oder zwei Gänge? Nein. Ja, siehst du, deswegen bist du schneller. Ich mach. Mach einen, Stefanie, mach einen. Wir bauen doch jetzt schon doppelt mit zwei Plätzen frei drinne. Du deckst jetzt so gesehen eine Fläche von zwar vier Blöcken ab, wo du vorher nur zwei hattest. Da brauchst du nicht jetzt auch noch einen Doppelgang machen. Muss ja auch mit dir teilen, oder? Ja, die 18 teilst du mir ja nicht.
Nee. Die habe ich auch. Warte, ich habe meine Dings kaputt. Habe ich gehört. Hast du noch eine Eisenpickel für den Notfall? Weil meine wird jetzt auch nicht mehr lange halten, meine Diapickel ist schon kaputt. Kann dir, hier ist Kohle. Der du vorbeigegangen bist. Hab ich nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Der, das ist hier komplett voll. Ach das Ding, ja, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich hab eben gerade schon so einen riesen Kohleteich gehabt. Ja, jetzt ist da hinter Dias und dann? Ja, dann schön für die Dias. Oh, schade, ist gar nichts hinter. Okay. Ich glaube, die verarschen sich gegenseitig. Ja, so ist das bei mir. Der betrügt mich bestimmt. Töte mich und guck in mein Inventar. Nein, ich töte dich nicht. Besser so, ich bin Level 35. Und das ist natürlich der einzige Grund. Nee, ab Level 30 töten ist assi, weil dann kann man verzaubern. Mach mal Zaubertisch. Das geht jetzt sowieso anders, meine Lieben, ne? Echt? Verzaubern läuft komplett anders. Hab ich ja keinen Bock mehr drauf. Ich hab keine Ahnung. Das ist gut zu wissen. Gibt bestimmt irgendeinen Elfjährigen auf YouTube, der uns das erklärt. Ja, ist so. Hast du diese Kinder-Tutorials, ne? Weil die viel Dias! Hast du? Ja. Viele? Weiß ich noch nicht, muss erstmal abfahren. Aber es ist ein kleiner Haufen hier auf jeden Fall. Was war schon? Sämtlich, ich hab gerade in deinen Kisten geguckt, du hast aber keinen Sand. In den Kisten, wo wir ja früher mal unser Lager hatten. Meinte ich ja. Da ist Sand. Okay, nochmal gucken. Wenn du von meinem Haus aus kommst, die linke Kiste. Da ist sogar noch mehr Redstone, braucht ihr das? Nee, ne? Ich habe noch gerade welches geholt, das kannst du nehmen. Ach, das ist oh, du bist so weit. Warte doch mal. Es waren 8 Dias. Also das ist das Höchste, was du an einer Stelle kriegen kannst. Aber jetzt ist auch... Ich brauche... Hallo. Ja. Ich brauche Stickies und kurz die Werkbank. Und geschmolzenes Eisen. Steffi, ich kann nicht weiterbauen, ich habe noch keine Picke mehr. Steffi, hör jetzt mal auf. Ich habe keine Picke mehr. Musst du schon. Drop mir doch mal bitte ein bisschen Eisen und Stickies, damit ich... Oder baue mir einfach eine Picke. Oder gleich zwei oder so. Noch eine zweite? Henrik! Ich hab noch eine Fackel gefunden, warte. Ja, bitteschön. Gut, dann mache ich weiter. Hast du zufällig gerade mal Dings? Was? Schaufel. Eine Schaufel? Ja, klar. Ich hab keine. Craft dir doch eben fix eine. Hä, ich hab ja noch eben Ofen geholt, oder? Wie ist das aus? So, du brauchst keine Schaufel mehr, der Gang ist frei. Danke. Oh, hier ist noch Eisen, sehr schön. Aber das Glück hat mich wieder, ich habe hier meine 8 Dias gefunden. Und ich habe sogar davon erzählt, Steffi. Ich bin stolz auf dich. Stefanie, warum stellst du dir eigentlich zum Strip meine ich auch einfach eine Taste ein, wo du mit der Hand rankommst? Zum Farmen, da brauchst du nicht die ganze Zeit Maus und Tastatur benutzen, sondern kannst nur die Tastatur nehmen. Ich
kannst du nebenbei was trinken, piefen, was auch immer, aufs Handy gucken, spielen. Das kann ich auch so. Mit einer Hand an der Maus und einer an der Tastatur? Dann farmst du nicht effizient, weil das ist alles Zeit, die du irgendwo rumstehst. Hier ist Eisen. Yo, hier ist Wasserteich. Wasserteich? Warte, ich will gucken, aber ich muss erst Eisen fangen. Und da sind Dias unten in dem Wasserteich. Warte, ich will auch. Das brauchst du dein Glas? Aber so wie es aussieht, ist es nur ein Dia. Ja. Nee, doch, hier ist noch mehr Dia. Und dein Sand nehme ich, ja? Ist nur unter der Wasseroberfläche, deswegen lässt sich das halt langsam abfallen. Ich will gucken, warte. Oh Mann. Wie weit bist du schon? Hab ich was zu fressen dabei? Nee. Du hast eh so wenig. Was? Glas. Meiner! Habt ihr ein Bett dabei? Nee, ne? Doch. Guck mal, haben wir noch zwei Dias gefunden, Teffi. Ja, lass uns eben zurück in den Gang hier und dann. Ja, ich will ja auch gerade noch das hier fertig machen. Dias hast du jetzt rausgekriegt? Ja, ein. Und eben die 8, also 9 habe ich jetzt. Hier können wir eben Betten hinstellen. Ich liege. Wow, mein Männchen rutscht hier wie auf dem Bett rum. Ich bin auch im Bett. Hört gleich auf. Nee, es hört nicht auf. Ja, wenn du wieder wach bist, hört das auf. Stell mein Bett jetzt mal woanders hin. Ich fall die ganze Zeit aus dem Bett raus. Wie retarded ist das denn? Was mit Pokémon? Niklas sagt, er sieht sich das gerade mit Pokémon an. Haben wir in der ersten Folge was mit Pokémon gehabt? Wir haben immer Pokémon Special gehabt. Schlaft ihr jetzt alle, ja, oder? Ich muss mir meine Tierfarm machen. Ich hab so Hunger, ich brauch Fleisch. Das, Henrik, das können wir doch als nächstes Projekt gleich machen. Ja, sollen wir dein Bett ein? Ja, ich muss erstmal Steine rausöffnen. Wollen wir, Henrik, jetzt hier mal seitlich weg bei mir aus dem Gang? Können wir machen, hier kommt eben noch der Wasserteich. Ja, eben. Dann. Warte, wir müssen aber nochmal eben fix so. Bein neben mir frei machen. Du hast so eine große Fläche gebaut. Kann man auch eigentlich Glastüren bauen? Das wäre aber echt saucool. Nee, das wäre geil. Hier müsste ein einziger Mod drauf, Pitti, das wäre das Ultimative für uns. Carpenter's Block? Ja. Ja, das sieht echt cool aus, was man da machen kann. Weil Carpenter's Block. Steffi, nicht so schnell, ich hab hier Kohle. Okay. Soll ich rüberkommen oder machst du? Ich mach, aber nicht, dass du jetzt da hier einfach 5000 Blöcke vor. Oh, hier ist auch Kohle. Geh zu dir rüber. Ach, hier, siehst du. Ja, bei dem, was kannst du da machen? Carpenter's Block? Da kannst du auch so halbe Blöcke, Viertelblöcke erstellen. Du kannst die Wege richtig uneben machen. Du kannst auch so dreieckig bauen und so. Das ist echt cool. Darf ich jetzt sehen? Ja. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Okay. Im Prinzip, das Geilste an Carpenter's Block ist im Prinzip, du kannst so Holzgerüst Blöcke machen. Und die kannst du dann mit jedem Material füllen, was du möchtest. Das heißt, du kannst theoretisch gesehen, wenn du sagst, keine Ahnung, du kannst ein Haus aus Redstone-Blöcken bauen oder so. Ja, das kannst du noch im normalen Spiel auch. Du bist so okay, ein Depp, Alter. Du kannst ein Haus aus Federn bauen? Nein, zum Beispiel Wolle. Du möchtest Treppenstufen aus Wolle haben, was du im normalen Spiel nicht kannst. Dann kannst du einfach Treppenstufen aus diesen Karten das Block machen und dann setzt du da Wolle rein und dann hast du halt Wolle. Also Wollstufen. Und richtig geil ist es halt. Mit hier ist Redstone, Henrik. Ja, manchmal, ich weiß auch nicht wieso. Hier ist Eisen. Uns hört man doppelt. Nee, dich. Ja, vielleicht, weil ich zu laut rede und dass die Tür nicht zu ist zwischen uns. Da musst du ja mal die Tür zumachen, Steffi. Ja. Ja, und das Geilste ist halt. Diamanten, Henrik! Sehr schön. Da bist du dran vorbei. Garantiert nicht so, dass ich die gesehen habe. Meiner Seite war garantiert keiner davon zu sehen.
Ich hatte die auch fast übersehen. Wir müssen auch mal so ein paar nebenbei wegnehmen. Manchmal spreizt sich dann noch was ab. Ich hätte nichts mehr. Wie viele waren's? Ich hatte 19 mit dem einen, den ich aufgesammelt habe. Jetzt habe ich 24. 6. Also waren es 5. 6, ja. Nein, 5, Mann. Ich bin richtig schlecht in Mathe geworden. Ich wollte gerade sagen, also ich war doch schlau. Habe ich doch erst richtig gerechnet. Das ist, weißt du, du gehst zur Uni und bist denkst trotzdem eigentlich, zurückgeblieben. Du bist mit ganz vielen Schlauen zusammen, ganz ehrlich. Die meisten sind nur schlau im Umgang mit dem Taschenrechner. Dazu zähle ich im Übrigen auch, aber... Kopfrechnen ist richtig schlimm geworden. Bei mir in der Schule wurden wir damals richtig auf Kopfrechnen gedrillt. Wir durften früher gehen, wenn wir richtig Kopf gerechnet haben und sowas. Ja, kenn ich. Das ist, jo, hier ist nochmal so eine Höhle, Stefanie. Da können wir gleich mal grob gucken. Ich habe nämlich vorne, als ich dann in die Höhle gekommen bin, habe ich auch gleich Diamanten gefunden gehabt. Ja, es ist oft, wenn du hier so eine Löcher so gesehen findest, so eine Hohlräume, dass da drin irgendwas Cooles meistens drin ist. Du warst schon wieder irre weit im Gegensatz zu mir. Ja, ich baue ja auch nur ein. Du brauchst immer zwei. Weil da Blödsinn ist. Aber dadurch habe ich die meisten Diamanten gefunden. Also, seitdem wir zusammen unterwegs sind, habe ich mehr gefunden. Weil wir würden viel mehr Strecke schaffen, Stefan. Der Effekt bleibt derselbe. Ob du jetzt zwei rein abfarmst und findest so mehr, oder du farmst nur eine, du kommst dadurch weiter und findest so mehr. Stefanie, du hast denselben, ja, Faktor plus. Du läufst ja auch an Redstone einem vorbei. Redstone ist schwul. Achso, und wie ich jetzt auf Carbon das Block kam, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz zu Ende führen, ne? In Carbon das Block kannst du dann auch diese Türen aus diesem Gerüst machen. Und letzten Endes kannst du dann auch Glastüren machen oder was weiß ich was, ne? Das ist echt krass. Also das ist im Prinzip. Du kannst dir nach der Folge mal so ein Video darüber angucken. Und was auch echt cool ist, du kannst tatsächlich so dreieckige Blöcke machen. Die werden zwar, ich sag mal, in dem Spiel als ganzer Block gezählt. Das heißt, wenn du raufspringst, rutschst du nicht von der Schräge ab. Aber optisch ist der Block halt schräg. Das heißt, du kannst Dächer richtige machen, Spitzdächer machen, weißt du? Also Stefan, ich bin, wenn du jetzt gleich bei dieser Höhle angekommen bist, bin ich links lang gelaufen und mich immer an den Gang gehalten, der am niedrigsten war. Wusstet ihr, dass ihr mit der Schaufel und Rechtsklick einen neuen Weg machen könnt? Wie einen neuen Weg? Ja, nehmt eine Schaufel in die Hand, dann Rechtsklick auf Wiese und dann habt ihr so einen Feldweg, den ihr machen könnt. Mit der Hake, das kennt ihr ja, aber mit der Schaufel ist neu. Echt? Mhm. Ja. Oh, scheiße. Nur wenn man drauf springt, geht's nicht mehr kaputt. Ich glaube, das bleibt dann so. Ja, so ein Trampelfahrt, so gesehen, ne? Genau. Ja, bleib mal da, ich komme jetzt zu dir, hier ist nichts. Also nichts, was sich auf die Schnelle finden lässt. Ja, dann machen wir jetzt gleich nochmal eine Abspreizung. Ja. Wow, fuck! Gleich tot. Bist du tot? Ja. Alles klar. Dein Ernst jetzt? Scheiße, Alter. Wo ist Lava? Wir hatten ein scheiß Skelett in den Nacken geschossen und mich dadurch in Lava geschubst. Jetzt muss ich den nur noch bezahlen, das war mein Auftragskiller. Fuck. Also Chef, ich habe jetzt kein Tür mehr, sind alle Dias weg, die ich hatte. Jetzt weißt du, wie ich verreckt. Und auch mein Dia-Werkzeug. Skelett. Leck mich, Alter. Du brauchst ja gar nicht hingehen und gucken, Stefanie, weil das ist in Lava gelandet. Komplett also die alles? Sind verbrannt. Ja, ich war komplett in so einem Lavateich drin. Ich wollte um die Kante drum herum laufen und hab mir, ich weiß, ich glaube, ein Skelett in den Nacken geschossen, weil ein Zombie neben mir gestanden, das hätte ich gesehen. Headshot war das erste. Aber richtiger Headshot erste Sahne, Alter, ehrlich. Fuck, wie mich das auf den Sack geht. Wo haben wir denn hier diese Weizensamen? Da haben wir Weizenkörner. Hast du keinen Eimer mitgehabt? Stefanie, ich war in einem Lavateich. Wo will ich da noch was hinkippen? Stirbst ja nicht sofort, du hast ja noch ein paar Sekunden. Stefanie, du kannst aber nicht auf flüssige Lava flüssiges Wasser kippen. Du brauchst irgendeinen Block an, dass du das ankippst. Du kannst das nicht einfach in die Luft kippen.
Ja gut, dann komme ich jetzt zurück. Wir haben 24 Diamanten. Ich gebe dir die 6 Stück, die übrig sind, okay? Okay, das ist lieb. Dann kann ich übrigens eine neue Hacke und eine neue Schaufel machen und ein neues Schwert, weil das sind nämlich die drei Sachen, die ich da verloren habe. Habe ich zwar kein Plus gemacht, aber zumindest auch kein Minus. Das ist doch schon mal was. Fuck, Mann, Alter. Ansonsten, ja gut, das Redstone, das Eisen und weiß ich was ich hatte, ist natürlich auch weg, ne? Aber das ist verkraftbar. Mhm. Scheiße. Nee, ich hab selber. Hätte auch noch. Was hatte ich noch gehabt? So wie 9 oder 10 Diamanten hatte ich auch gehabt. Bestimmt. Einmal die 8, einmal den 1 und dann hatten wir nicht nochmal welche gefunden? Das läuft ja nicht auf meinem Feld drauf rum. Stimmt, vom Wasserteich noch. Steffi, hast du bei dir zu Hause was zu essen? Ich habe bei mir zu Hause was zu essen, habe ich vorhin schon gesagt. Ich gehe was holen. Oder habt ihr schon alles aufgefressen? Nein, ich bin aber verhungert, ich gehe was essen. Ich habe ein halbes Leben und fast abschirmen. Ja, mach doch mal irgendwie so eine Viehkacke. Ich und Henrik machen okay. Das jetzt gleich. Henrik braucht eh eine Aufgabe. Ja. Du könntest ja wieder so unterteilen, auch mit den Schafen und den Farben später, oder? Willst du echt alle wieder einfärben? Ja. Ja. Wie im letzten Let's Play, ich brauch Farben. Immer war ich so schlau und hab meine Dia-Axt vorher noch im Haus gelassen. Schatz, du noch nicht bevor ich los bin. Nicht alles essen, so fett bin ich nicht. Klar. Heißt, es ist sogar mein verficktes Bett. Oh, Ricky? Ja? Ich hab noch Diamanten gefunden und du kannst welche abhaben. Das ist sehr nett. Aber ich höre auch Lava, das macht mich ein bisschen... Welche Level bist du jetzt, Hendrik? Ich bin jetzt wieder auf Null, weil ich konnte ja meine alte Erfahrung nicht einsammeln. Oh, das ist mies. Das ist richtig mies. Ich war jetzt durch Redstone und so dann schon, weiß ich nicht, 36 oder so gewesen. Essen ist hier, neben den Öfen. Ich bin bei 30, meine Liebe. Und im Ofen sind noch Kartoffeln drin. Guten Tag, was gibt's denn heute? Fleisch und im Ofen sind Kartoffeln. Gemüse? Hühnchen nehme ich mir. Dankeschön. Und Kartoffeln. Bitteschön. Ich höre Lava. Lava hört man da unten ständig, Stefanie. Steh einfach nicht direkt vor dem Block, den du abbaust, sondern steh so ein bisschen davon weg, dass du nur verzaubernden Schritt zu machen kannst. Henrik, ich farm nicht das erste Mal. Henrik, sie ist nicht gestorben. Ja. Du bist qualvoll verbrannt. Das war ungefähr so, als ich stand hier so an der Kante, wollte so rumgehen, auf einmal BOOM! Tot. So, Henrik, wollen wir uns einen Platz aussuchen, wo wir das hinbauen, diese Viehviecher? Viehweide? Wir brauchen auf jeden Fall viel, also hier, guck mal an, wo ich gerade bin. Sehe ich gerade durch Zufall. Hier ist viel auf einer Höhe. Ja, wäre ich auch dafür. Da müssten nur die Bäume weg. Ja, ich helfe dir dabei. Das ist auch nicht weit von euch. Ja, ich bin dafür. Also Leute, können wir aber erstmal schlafen gehen? Ja, lässt sich auch. Ja, das klingt ganz gut. Soll ich sonst noch ein bisschen was farmen gehen? Farm noch ein bisschen was, Hase. Dir geht's da unten ja ganz gut. Und wenn es dir gerade Spaß macht, ist doch gut. Nee, nicht so wirklich, aber... Ich bin Ehemann ist verbrannt, heute. Ist tot. Richtig, ich bin noch in tiefer Trauer. Okay, ich bin im Bettchen erst. Ich muss, mir eben fix noch das Bett fertig machen. Ist ja auch verbrannt. Komm zu mir und hol dir eins. Nee, ich hab bei mir im Haus hab ich Wolle, Holz und alles da. Alles gut. Ich hab eins. Oder hatte ich. Nee, weil ich glaube, ich hatte mir sogar eben schon eins gecraftet kurz. Muss ich nur zum Haus eben hingehen, wartet. Gut, hat Semtex jetzt wenigstens eine Aufgabe. Machst du so eine Weide für Kühe, eine Weide für Schweine, eine für Hühnchen? Haben wir überhaupt Kühe, Schweinchen und Hühnchen? Ich habe Schweine gefunden, als ich offscreen gefarmt habe. Also in der Nähe haben wir auf jeden Fall sowas. Ich kann ja welche suchen und ihr macht das Zaungedöns. Wer ist denn jetzt noch nicht schlafen, Leute? Weiß ich nicht. Ich? Seid ihr jetzt schon alle im Bett? Ich ja. Henrik? Ja. Okay, ich bin auch. Sehr schön. Dann, ja gut, ich brauche was zu futtern, wenn ich jetzt losziehen sollte. Ich bin so arm, ich habe nichts zu essen. Ah, Leute, ich brauche... Ich weiß ja auch nicht, warum ihr keine Farmen baut, also so mit Gemüse und so. Habe ich jetzt angefangen, so was Kleines zu bauen. Wir hatten hier die Kartoffeln abgefarmt und keine neuen eingepflanzt. Ich habe Weizen abgefarmt und
direkt dann wieder eingepflanzt. Aber, Petty, bau mal bei dir am Haus irgendwie am Wasser oder so mal eben 3-4 Kartoffeln an, weil die wachsen einfach schon. Hat der doch, hat der doch. Genau vor meiner Treppe. Achso. Aber ich brauch Fleisch. Warte mal, wir wollen den ganzen Wald hier weg haben, ne? Achso, stimmt, ich helfe dir. Henrik, nein. Nein, Henrik, hör auf, ich brauch das Holz. Den mal nicht abfackeln, nicht abfackeln. Ich brauch auch Holz, besonders das helle. Aber das geht viel schneller. Ja, aber es ist hässlich, wenn du dann die Baumkrone oben noch abschneiden musst und so ein Kack. Nee, lass, ich bin schon da. Nee, die Baumkrone musst du nur abschneiden, wenn da noch Holz ist. Ich komme. Wenn du fleißig und ordentlich alles abfackelst, dann nein, musst du nichts das abfackeln, wir brauchen das. Nein, wirklich nichts abfackeln, bitte. Oh, hier ist also soll ich jetzt hier einen Bauernhof bauen, ja, oder was? Ja, richtig gute Idee. Henrik, einen Bauernhof bauen lassen, ernsthaft? Ja, nicht alleine, du beaufsichtigst das. Ich bin in der Mine. Ja, du kommst doch. Noch macht er die Vorarbeit. Er holzt erstmal alles ab. Ja, wenn jeder so Aufgaben hat, dann macht das viel mehr Spaß. Außer mit Pfeil und Bogen die Leute abzufacken. Fuck niemanden ab. Henrik macht eine Viehweide. Steffi farmt unten. Wie lange haben wir jetzt schon wieder aufgenommen? Ja, voll verdrehte Welt, ja. Alter. Wie lange ist schon wieder? 20. Okay. Habe aber vorhin vergessen, die Aufnahme zu starten, also über mehr als 20 auf jeden Fall. Ey Leute, ich habe es bald geschafft, ne? Schaffst du diese Bäume, Semtex, ne? Wieso? Gehst einfach oben rauf, so wie ich das mache. Ich hochgebaut oder was? Ey Leute, wenn ihr... Ja, deswegen farmen die jetzt mal nicht ab, Pitti, weil ich farm... Genau, weil ich war gerade oben und wollte hier gerade die Queräste rausnehmen, weil du musst jeden einzelnen dieser Pissblöcke hier rausnehmen, damit sich die Scheiße auflöst. Ey Leute, wenn ihr weißes Holz habt, ich brauch das bitte. Birkenholz meinst du? Ja, und auch dunkles Holz. Guck mal, Semtex, hier haben was Neues gemacht, ne? Wer es nicht braucht. Guck mal, wo bist denn du? Hm. Komm her. Da oben kommst du nicht dran, ne? Kannst du nicht abbauen. Wenn du aber springst und die Maustaste gedrückt hältst, dann macht er das trotzdem immer weiter und irgendwann geht's kaputt. Das war doch damals nicht so, ne? Der hat immer von vorne angefangen. Nee, das war damals auch. Nein, war es nicht. Doch, ehrlich. Bei mir hat der immer von vorne angefangen. Nein. Du musst halt richtig draufhalten. Richtig. Wenn du so zwischendurch auf einem anderen Block kommst dabei, dann geht das nicht weiter. Ich dachte, ich hätte was Neues entdeckt. Dem ist nicht so. Also das Ding fackeln wir gleich ab. Okay, du hast die Erlaubnis nur von dem, diesen abzufacken. Kinder, es macht keinen Scheiß, gell? Ja, das ist nur so ein Bäumchen, was abfackt. Ja, ja. Was ist für ein Riesenloch hier, Hendrik? Das ist eure Mine, oder was? Was? Hier. Das war, da hab ich dich doch ursprünglich drin eingesperrt. Ach, das war das. Das war das, wo ich dich mit Birkenholz zugebaut habe. Ich tue die Saplings mal einsammeln. Voll schwul. Voll der ökologische Biobauer, ey. Okay, kommst du alleine zurecht weiter? Ja, ist ja nur Bäume kaputt schlagen, krieg ich hin. Dann suche ich danke, dass du mir so eine wichtige Aufgabe zutraust. Wenn du Hilfe brauchst, weißt du Bescheid, ne? Ich könnte einen Flint und einen Stein vertragen, Eisen vertragen. Halt für diesen Pissbaum, den ich abfackeln darf. So was habe ich. Ganz offiziell. So, ich. Ich, bin ich kann auch einmal Lava drüber kippen. Mach dir doch aber kann ich nicht garantieren, wo die hinläuft. Nee, weil ich hab ja, ich bin jetzt auf dem Weg auf die anderen Seite und hol mir irgendwelche Viecher. Ich hab kein Holz dafür. Dein Dach voller Bäume. Ah, Gold. Holz was ab und farm das wieder, platziere es wieder, Saplings. So, haben wir hier Tiere? Da ist doch schon was. Also, selbst wir fangen mit den Kühen an. Okay, Kühe fangen... Wir fangen mit den Kühen an. Ich habe noch nicht mal einen Zaun hier stehen, gar nichts. Bis ich mit Beate... Ich fang erst, nee, hol noch keine Viecher her, weil ich bin hier noch bei Gartenlandschaftsbau. Dann sag das mal Beate, die jetzt schon auf dem Weg hierher ist. Ja, Beate, ne? Hast gelitten. Ey, die hat die Schnur kaputt gemacht. So fett ist Beate. Ich brauche eine Schaufel und irgendwas, also ich muss hier irgendwie ein bisschen Grundlage reinkriegen. Ich habe nur eine Axt. Du kannst ja auch mit Erde, Beat, jetzt zubauen. Dauert ja ewig alles. Ja, aber ich brauche ja eine Schaufel, um an Erde zu kommen. Teufelskreis.
Yep. Komm, Vieh. Guck mal, ob du in der Kiste irgendwie noch eine Steinschaufel wenigstens rumfliegen hast oder so. Tu doch nicht so, als ob du nicht schwimmen kannst, Fettsack. Habe ich dich von deiner Herde getrennt? Es wäre gar nicht lustig, wenn du jetzt mit Pfeil und Bogen meine Beate töten würdest von ganz hinten oder so. Nee, das mache ich nicht. Wir wollen ja noch was haben von unserer Beate. Hab die nämlich schon angeleckt. Voll Schatz, ich seh dich. Beate auch? Ja. Komm, Beate, komm. Die Schnur sich verheddert am Baum. Komm. Auf. Von woher weißt du eigentlich, dass Fuck. Siehst du den Eutern unten? Ja, die Männchen haben zwei. Die erzählen Blitze schon wieder. Blitze? Was ist denn? Und die Katzen schon wieder was randaliert. Ey, wenn die hier nicht rein dürfen, die randalieren draußen, gell? Das sind richtige Penner. Henrik, kannst du so ein Stück Zaun bauen, gerade dass ich das hier festbinden kann, das Vieh? Oder wie? Ja, bin ich gerade bei. Ich bin ja nochmal überlegen, wie Zaun nochmal geht. Geh ich irgendwie nur Zaun Tor hin. 5-2 Stickies, 4-1 und 6-3 Bretter, glaube ich. Beziehungsweise ja, die. Klar. Ist es? So? Ja. Sehr gut. Warte. Oh, ein Creeper. Den weg, mein Freund. So, wir sind schon mal einen Schritt näher. Ich würde vorschlagen, du machst hier weiter und wir sehen uns die nächste Folge wieder. Yep. Tschüss. Tschüss.